Habe einen Betreuten, der führt ein sehr lebhaftes Leben. Er hat gerade seine Wohnung verloren. Kaum war er obdachlos, teilte er mir mit, dass er jetzt bald seine Haftstrafe antreten müsste. Es hatte mich sehr erstaunt, dass er 6,5 Jahre in Haft sollte. Aber als ich heute 6,5 Jahre geht er in den Bau, da habe ich gedacht, meine Güte. Also ich hatte den bisher also nicht für einen Schwerverbrecher gehalten. Und zwar war das im Wesentlichen also Erschleichen von Leistungen, also ständiges und immer wiederkehrendes Schwarzfahren. Und auch wohl Diebstahl, den er dummerweise bandenmäßig begangen hat. Dummerweise hatten die das auch noch zu dritt gemacht. Ne? Also irgendwie einer den Kassierer abgelenkt und der andere hat dann irgendwie da die Klamotten eingepackt oder so. Und die haben das dann also irgendwie zusammen gemacht. Und was ist dabei rausgekommen? Gleich bandenmäßig begangener Diebstahl. Ne? Ja, an dieser Stelle mal ein kleiner Tipp. Ja? Also man macht sowas natürlich überhaupt nicht. Ne? Aber wenn schon, dann bitte alleine und nicht zu dritt.